In der kalten Jahreszeit, wenn es im Garten nichts mehr zu tun gibt, kann man wieder zu einem guten Buch greifen und lesen. Wann haben Sie zuletzt ein gutes Buch gelesen? Wir waren in Altenhof im Dorf bei der Buchausstellung und haben uns umgesehen. Es war die erste Buchausstellung, die im Dorf organisiert wurde. Die Bücher wurden von einer großen und bekannten Buchhandelskette zur Verfügung gestellt. Ungefähr seit 3 Jahren kann man im Dorf auch Bücher ausborgen, was von den Bewohnern und Auswärtigen gleichermaßen gut genutzt wird. Da der Trend zu Hörbüchern geht und diese auch von den Bewohnern sehr gut aufgenommen wurden, waren auch Hörbücher in die verschiedensten Richtungen ausgestellt. Außerdem gab es noch Literatur zur Religion, Esoterik, Kalender, Romane und Lebenshilfe. Für die Kinder gab es Bilderbücher, Wissens- und Abenteuerbücher und natürlich auch Hörbücher. Die schon erwähnten Hörbücher haben den Vorteil, dass man kein Buch kaufen muss, sondern man kann sich bei der Hör-CD entspannt hinlegen und die Worte in sich aufnehmen oder diese Bücher auch im Zug oder zu sonstigen Gelegenheiten hören. Hast du heute bei der Buchausstellung schon ein Buch gefunden, was dich interessiert? Ja, ich habe da gerade was vom Dalai Lama und der hat ganz tolle Sachen da und ich glaube, da möchte ich mir was bestellen. Sie notieren sich gerade ein Buch. Haben Sie bei der Buchausstellung da heute was Interessantes wieder entdeckt? Ja, in erster Linie bin ich gekommen wegen Kinderbücher. Das interessiert mich besonders, weil ich ein kleines Kind habe. Also das war irgendwie so mein Interesse. Und jetzt habe ich für mich ein bisschen geschaut und ich liebe so mittelalterliche Romane. Und das habe ich entdeckt und das gefreut mich. Und um was geht es da? Haben Sie schon ein bisschen reingeschmückert? So viel ich da gelesen habe, ist das die Weitererzählung vom Leben des Herrn Lehmann, das in Berlin abspielt. Ja, ziemlich interessant, aber ziemlich dick. Was interessiert Sie im Speziellen? Ich lese großteils eigentlich die Werke der Philosophen, also von Sokrates, Platon, aber bis hin zu eher der Philosophie der Aufklärung, Immanuel Kant, Karl Popper, Bertrand Russell und auch modernere Sachen. Also Nietzsche zum Beispiel lese ich auch gerne, obwohl der mit Vorsicht zu genießen ist.